Ja, Herr Schallbauer, Drohnen, das war jetzt das große Thema und das sehe ich jetzt hier schon. Noch ist sie auf dem Boden, noch aber es ist ein großes Thema bei Carrera. Ein sehr, sehr großes Thema und wir haben das Ganze auch mit einer 3D-Goggle verbunden. Ein Thema, was man momentan überall sieht. Ja. Augmented Reality ist ein Riesenthema. Und mit unserer Drohne hier kann der Endverbraucher sehr, sehr leicht und sehr, sehr einfach diesen Spielspaß von Augmented Reality vermittelt bekommen. Wir haben hier eine spezielle Brille. Da klemme ich einfach mein Handy hinein, passt für jedes Format, mache dann zu, kann das Ganze über Justierungsschrauben scharf stellen und habe dann den Eindruck, als wenn ich selber in der Drohne sitzen würde und der Pilot wäre. Also ich habe so einen 3D-Effekt dann. Ein richtiger 3D-Effekt, das Gefühl ist, als wenn Sie in der Drohne sich befinden würden. Aber ich glaube, wir probieren es am besten aus, weil dann sieht man das sehr gut. Okay. Okay. Ja. Also der Blickwinkel, den ich jetzt habe, ist die Drohne, richtig? Genau. Also eigentlich 3D-mäßig sitzen Sie jetzt in der Drohne drin, sind Sie der Pilot und sehen das. Also ich sehe jetzt wirklich, als würde ich oben fliegen, als könnte ich schweben. Ja, genau. Kann ich gleichzeitig, wenn ich die Brille auf habe, die Drohne auch steuern? Das ist möglich, das erfordert aber ein bisschen Übung. Ja. Ja. Noch einfacher ist es natürlich, wenn man das Ganze über das iPad macht. Wenn, hier hat man auch den absoluten Kontrolleffekt, hat aber auch die Drohne im Blickfeld. Ich kann die Drohne auch ohne diese Brille benutzen? Selbstverständlich, ja. Ohne Brille ist möglich, mit Brille ist auch möglich. Ja. Dann empfehlen wir aber immer, dass sich vielleicht jemand hinter die Person stellt, die fliegt, weil ich habe nur den Blickwinkel aus der Drohne und sehe nicht, ob sich ein Objekt von unten oder oben nähert. Die Reichweite ist, wir haben hier 2,4 GHz Technologie und das bedeutet eine Reichweite von 50 bis 70 Meter, was vollkommen ausreichend ist. Wir sind ja in der Spielbahnbranche, insofern richten wir uns ja auch nach den Spielbahnrichtlinien und in 70 Meter Entfernung würde man die Drohne schon fast nicht mehr sehen. Was würden Sie sagen, für welches Alter wird es spannend, dieses Spielzeug oder diese Freizeitbeschäftigung ist es ja schon? Ja, also ich glaube, Drohnen ist ein Thema, das begeistert Junge, genauso wie die Älteren. Es ist natürlich eher ein Hobbyprodukt. Man muss schon ein bisschen geübt sein auch, was das Fliegen anbelangt. Aber mit etwas Übung geht es auch relativ schnell dann für die Kleineren. Nach der Messe ist vor der Messe. Gibt es denn da schon was, wo Carrera dran arbeitet, wo Sie vielleicht uns nächstes Jahr mit überraschen können? Ja, also ich glaube, gerade die Marke Carrera ist sehr bekannt für technische Innovation. Wir sind an vielen Themen dran, die wir sukzessive in unsere Produkte einfließen lassen. Allzu viel kann ich, würde ich gern verraten, darf ich aber nicht. Okay. Das ist ganz klar, aber wir werden sicherlich nächstes Jahr auf der Messe wieder sehr, sehr viele schöne neue Produkte sehen mit mehr Technologie, wobei bei uns immer wichtig ist, Technologie ist notwendig, ist wichtig, macht auch Spaß. Nur damit es Spaß macht, muss auch der Endverbraucher damit umgehen können. Und das ist bei uns sehr stark im Fokus. Und insofern werden wir noch viele, viele schöne weitere Produkte, Autorennbahn und RC nächstes Jahr hier da auf der Messe sehen. Da bin ich sehr gespannt und da freue ich mich schon auf nächstes Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder mit tollen neuen Produkten von Carrera. Ich danke Ihnen erstmal und ich wünsche Ihnen auch noch weiterhin noch eine erfolgreiche Spielwarenmesse. Ja, vielen Dank. Danke für den Besuch. Tschüss.